Hallihallo, meine Freunde, willkommen zu einer neuen Folge Sky Factory 2. Zuerst einmal, bevor ich erkläre, was das hier cooles ist, beziehungsweise wie wir das hier gleich fertigstellen werden, die Maschine, nochmal vielen, vielen Dank für das riesen Feedback von dem Video, mit dem, was ich noch so auf meinem Kanal bringen könnte. Ich hatte echt so viele Kommentare unter dem einen Video an einem Tag, wie ich sonst insgesamt Kommentare in 2 Wochen habe. Ich habe so super viele Kommentare bekommen und ich werde jetzt hier oben einfach mal ein paar Sachen in eine Umfrage packen. Das muss ich, glaube ich, auf 2 oder 3 Umfragen machen. Also guckt bei den Umfragen mal durch, was halt zu euch passt. Also ich werde so reinnehmen, nur Minecraft, dann auf jeden Fall Assassin's Creed 3. League of Legends, beziehungsweise wurde mir geschrieben, spiel mal League of Legends mit Zuschauern. Das finde ich eine richtig geile Idee. Ich glaube, das ist was ich auf jeden Fall machen werde. Also das ist auch da oben. Also stimmt in einer von diesen 2 oder 3 Umfragen ab, was ihr am besten findet. Und die besten 2 oder 3 Sachen werde ich dann umsetzen und bringen. Und nochmal, damit das nicht falsch verstanden wird, ich werde diese Sachen, beziehungsweise diese Sachen werden nicht andere Projekte ersetzen. Also das sind einfach nur Nebenprojekte oder beziehungsweise neue Formate, die auf meinem Kanal kommen, damit mehr Abwechslung erzeugt wird. Okay, jetzt, was ist neu? Einmal, das habe ich eigentlich aufnehmen wollen, aber habe ich es dann doch vergessen, hat der liebe Wizard Warsh, der ist total toll und nett, mit Somcraft begonnen. Und warte, ich nehme den regulären Weg. Er ist mit dem Lernen, das ist ein kleiner Prank von mir an ihn. Nicht wundern, mit Somcraft begonnen und ist da schon ziemlich weit. Und hat mir da ein schönes Nitor gemacht. Was das hier drüben ist, das zeige ich euch in der nächsten Folge. Und dieses Nitor, ich liebe es. Es ist so, so cool. Das ist mein Lieblingsitem von Farmcraft. Es kann nichts, aber es sieht so schön aus. Es leuchtet und dann entstehen da solche Funken. Ich könnte die ganze Zeit davor stehen und zugucken, wie das entsteht. So, außerdem haben wir jetzt hier so ein Wireless ME Access Point. Und damit können wir jetzt auf das ME zugreifen. Und jetzt geht es hier runter, ihr lest es schon, Wither Farm. Da habe ich schon so ein bisschen was vorbereitet, einen kleinen Käfig gebaut. Das ist mir auch schon ein paar Mal in die Luft geflogen und es funktioniert so, dass wir hier unten mit dem Sludge-Spoiler jetzt Solsand produzieren und hier oben über die, genau, über die Seeds, warte mal, Blacklist, das darf hier eigentlich schon auf die Whitelist. Warte, landet das jetzt im Block Smasher? Nee, lol, hä? Wo landet das? Landet das gerade im ME? Wither? Wir haben halt 1000 Wither Skelette. Und Soul Scan, also Wither Skelettköpfe, Soul Sand. So. Und jetzt soll hier rein. Alles außer das und das. Also, beziehungsweise hier. Da soll nur Zettelquarz Ohr rein. Und, warte mal, muss mal gucken auf die Blacklist von meinem E-System. Habe ich das hier schon gesetzt, oder? Ja, da wird Soul Sand und Wither Skeleton Skulls wird dann nicht reingepackt. Die Frage ist, oh, ich hab, yay, Vergiftung, Beste, was es gibt. Ach so, lol, ich bin dumm. Die wurden gleich aus der Kiste hier reingezogen. Okay, das heißt, das hier funktioniert so. Ich kann die Sachen hier reintun. Das wird hier unten nochmal in die Kiste geleitet. Die ist eigentlich ein bisschen useless, aber egal. Damit kann man halt nochmal was reinfüllen. So, ansonsten gibt es jetzt hier. Warte, warum ist da ein Filter drin? Ja, der Filter ist nämlich total unnötig. Der soll einfach alles extracten. Und diese Item-Conduits, die gehen dann hier runter. Und hier unten sind Blockplacer. Die Blockplacer placen immer einen Block random von denen, die hier drinnen sind, wenn sie ein Redstone-Signal bekommen. Dafür gibt es diese Isolated Redstone-Conduits, die machen einfach nichts weiter als ein Redstone-Signal weitgeben. Dann habe ich hier diesen Timer, in der funktioniert mit einem Delay von 500. Das muss ich höher stellen, wenn es dann auch richtig funktioniert, damit er wieder stirbt und so weiter. Und dann hier die Item-Conduits, die auch hier reinführen, deswegen auch von Ende.io, weil man da mehrere Kabel in einen Block placen kann.
So, das heißt, ich habe jetzt hier auch bereits einen Filter eingestellt, dass hier oben nur Wither Skelett Skulls reinkommen. Hier. Und hier unten muss ich jetzt noch ein was bauen. Und zwar muss dieses Redstone-Signal hier nochmal ein kleines bisschen verzögert werden. Das heißt, ich baue einfach so ein langes Kabel hier drumherum. So nach da. Nach da. Und nach da. Lol, nicht nach da. Nach hier. Hier dran. Genau. Jetzt muss ich dafür sorgen, dass ich die hier nicht connecten. Exakt. Jetzt muss ich noch dafür sorgen. Warte, das hier muss nochmal kurz weg. Jetzt muss ich erst das connecten. Oh, falsche. So. Das muss aufhören. Ach, schon wieder falsch. So. Nochmal weg. So. Also. Das muss dahin. Dann muss ich das hier connecten. Dann muss ich das hier nochmal wegmachen. Genau. Und jetzt muss ich hier noch einen hinmachen. Genau. Jetzt connecte das damit, aber sonst nicht. Dann nochmal Rechtsklick drauf machen. Okay, jetzt Insert, aber erstmal nur wieder Skelett Skulls. Na gut, der erste Source End wurde da jetzt halt reingefüllt. Hä? Oh, lol. Als Filter möchte ich natürlich nur wieder Skelett Skulls haben. Also, hier. Boah, das ist so eine kleine Hitbox, die man da hat und draufklicken kann. Okay, jetzt funktioniert das. Jetzt werden hier auch wieder Skelett-Skulls reingesetzt. Und ich gucke mir das hier mal kurz an. Jetzt müssten erst die hier unten bepowert werden und danach erst der da oben bepowert werden. Vielleicht ist auch alles gleichzeitig, aber ich glaube, eine minimale Verzögerung ist da drin. Muss ich mal kurz abwarten. Ich glaube, es ist alles gleichzeitig. Ja. Dann war das jetzt komplett useless, was ich gebaut habe. Ah, ansonsten muss ich jetzt hier noch die restlichen Item-Filter darauf verteilen. Genau. Hier ist schon ein Itemfilter Seelensand. Na gut, wird jetzt nichts reingefüllt. Ist ja auch logisch, ist ja kein Seelensand da. Dann hier wieder Insert. Seelensand schon eingestellt. Dann wieder Insert. Seelensand ist schon eingestellt. Und Insert. Seelensand ist schon eingestellt. So, das heißt, jetzt wird hier auch der ganze Seelensand, den wir haben oder nicht haben, kommt drauf an, da reingelegt. Und ich würde sagen, ich guck mal einmal, beziehungsweise ja, einerseits, wo unser ganzes Seelensand abgeblieben ist, denn wir hatten ja mal übelst viel davon. Keine Ahnung, wo der gerade so hin ist, vielleicht hat er keinen Bock auf mich. Denn, ja, irgendwie hatten ein bisschen mehr als 36 Soul Sands und ansonsten nehme ich mir die Wither-Köpfe einfach mal alle raus. Wither Skeleton Skulls, so genau. Das brauche ich eh gerade nicht. Hier kann ich mal so ein bisschen gleich das Inventar ausleeren. Genau, sehr schön. Das heißt, ich gehe hier runter, fülle die ganzen Wither Skulls in eine Truhe zusammen mit dem Seelensand. Problem ist, dass ich noch viel mehr Seelensand brauche. Und ich habe keinen Plan, wo dieser ganze Seelensand ist. Ist er hier drinnen noch? Nee. Ich habe halt echt keinen Plan, ob der sich irgendwo zwischenlagert in der Kiste. Nee, hier auch nicht. Also im ME ist er nicht. Das ist strange. Soul Sand. Nee. Wie kann man den eigentlich herstellen? Nässe ersetzen. Okay. Okay. Ja, das ist vielleicht mal eine Sache, die man in Angriff nehmen könnte. Ansonsten funktioniert diese Wither Farm hier unten jetzt schon theoretisch. Ich muss nur mal gucken. Hier unten ist der... fehlt nämlich noch der Grinder von... Draconic Evolution, den werde ich dafür verwenden, weil der schnell schlägt und ja, einfach effizient ist. Also, hier mal gucken. Draconic Evolution. Ich suche gleich Grinder. Der von Draconic, genau der. Und es fehlen zwei Dierschwerter. Zack, zack. Nehme ich mir gleich einen Stack Kohleblöcke mit. Kohleblöcke. Dann gehen wir wieder runter zur Wither Farm.
placen den einmal da, ich glaube. Oh lol, warte mal. Den hatte ich wohl doch schon geplaced. Ups. Na gut, auch nicht schlecht. Reinforced haben wir jetzt zwei von. Reinforced Obsidian. Dann fülle ich den hier einfach erstmal nur auf. Ah, wer hat denn da Kohle reingetan? GG. Ich habe die Kohleblöcke weggeschmissen. Egal, wir haben genug Kohle. So, rein da hier mit Reinforced Obsidian zumachen. Genau. Und jetzt müssen wir nun mal den Seelensand kurz ein bisschen aufteilen. Der müsste jetzt sich hier in einem irgendwo richtig einlagern. Genau. So, teile ich mal auf 4 Stück. So, dann können wir erstmal ein paar Wither spawnen. Zack, zack, zack. Ah, man hört schon, wie es geplaced wird. Jetzt muss ich noch einmal kurz hier rein. Und das bereits platzierte abbauen. Denn ansonsten wird das ja nichts. Hä? Lol, warum mache ich hier nichts? Lol, warte mal. Also erstmal kann ich die Wither-Skelette auch gerecht verteilen. Ich mache mal 4 Stacks überall. Ja, so viel zum Thema gerecht. 2 Stacks weg, dann kann hier noch ein Stack rein. Da noch ein Stack rein. Aber warum machen die da nichts? Hä? Was geht denn mit denen ab? Oh, ich habe mich so erschreckt. Aber das Geräusch ist geil, deswegen lasse ich das an. Aber die Sounds mache ich mal ein kleines bisschen runter. Aber warum das gerade nichts blazt, verstehe ich nicht. Ich mache das mal hier irgendwie auf 50. Es blazt halt nichts, hat keinen Bock. Alles klar. Sind dieselben Einstellungen. Nur mit dem Unterschied, dass es nicht funktioniert. Strange. So. Dann nehme ich mir mal das hier. Das baue ich auch nochmal ab. Und konfiguriere das nochmal neu. Hier die schöne Gita Range. Hä, hey, der placed die halt nicht. Warum placed er die nicht? Der hat sie auf jeden Fall mal geplaced, als da drauf Redstone war. Mal gucken, ob das funktioniert, wenn ich da jetzt Redstone drauf packe. Nee. Hä? Bitte was? Hä? So, ich habe jetzt das alles nochmal neu eingestellt, dieses Mal aber mit den Blockplacern ein bisschen anders fokussiert. Mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Anders. Wollte ich so nicht, ich will das Ganze elegant lösen. Ah, da darf ich nicht Shift klicken, glaube ich. Ja, genau. So, das heißt, jetzt werden hier auch wieder Wither-Skulls nachgefüllt. Ich werde trotzdem aber erstmal nur so ein paar Stacks überall reinmachen. Beziehungsweise, das war gerade wieder richtiger Schrott, was ich gesagt habe. Ich werde die einfach erstmal so ein bisschen füllen. Jetzt den Timer wieder neu platzieren, den habe ich kurzzeitig ausgeschalten gehabt. Und jetzt mal gucken, wie das so geht. Und wie wir hören können, funktioniert das. Der Wither, der fliegt jetzt hier runter, wird nach da getrieben, explodiert jetzt dort vorne. Ich hoffe, dass er diese Kabel nicht kaputt macht. Nee, tut er nicht. Dann kommt der Grinder an, tötet ihn. Dann gibt es hier den Vakuumhopper, der die ganzen Sachen dann aufsammelt. So, das wird dann vom Vakuumhopper genommen. In seinem E getan und jetzt können wir mal gucken. Ich nehme mal alle 37 Nether Stars, die bei den ganzen Tests, die ich gemacht habe, schon zusammengekommen sind, raus. Dann müssen wir nur warten, bis hier wieder was kommt. Also wieder ein Signal kommt. Ich glaube, 500 ist doch eine ganz gute Einstellung. Warten, warten, warten. Ach, irgendwann wird das schon. Was? Komm. Nicht? Hat es sich aufgehangen an irgendwas? Weil es den Seelensand gleichzeitig platziert mit den Köpfen? Vielleicht deswegen? Könnte das ein Grund sein? Ich baue einfach mal alle ab. Dann gucke ich mir das hier gleich mal von innen an.
wie das so aussieht. Der erste Widder sollte ja easy beschworen werden. Lol. Die äußeren und die oberen werden zweimal bepowert? Alles klar. Ja, mit demselben Problem hatte ich schon mehrfach zu kämpfen. Ich habe keine Ahnung, wo das Problem liegt. Ich habe hier jetzt nochmal ein bisschen rumgetüftelt mit dem Redstone und es ist so, dass es immer irgendwelche Blöcke gibt, die doppelt bepowert sind. Ich werde zur nächsten Folge dann noch ein bisschen rumtüfteln, sodass das dann in der nächsten Folge funktioniert. Am Anfang zeige ich das dann nochmal, wie ich es gelöst habe. Ansonsten fangen wir dann mit einem neuen Mod an. Ich werde den letzten Schritt der Erzautomatisierung einfach offline machen, die ganzen Teile an die Smeltery anschließen. Das ist eh was irgendwie 3 Folgen in Anspruch genommen hätte, wenn ich alles komplett aufnehmen würde. Selbst mit langen Schnitts und so. Darum, ja, mache ich das und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.